Hallo und herzlich willkommen zurück zur Pokémon Platin Soul Link Challenge mit Gewölf. Ja. Und ja, im letzten Part haben wir unser Team mal wieder auf 6 Pokémon hochgekriegt. Und ich habe den Rivalen noch besiegt. Ich aber nicht, weil ich habe wo ganz woanders gekämpft. Ich gucke jetzt mal, wo es nach Rivalen weitergeht. Nach, ja, das wäre die nächste Route, wo wir es fangen dürfen. 209, ne? Ja. Okay, dann gucken wir mal. Was ist denn mein Pokémon? Murabbel. Cool. Das ist nicht schlecht. Aber das ist auch ein Starter, das lässt sich auch so schwer fangen. So, mal jetzt zwar einen kleinen Vorsprung mir gegenüber, aber es macht nichts, weil es ja kein Race. Oh! Jetzt kommt wieder Mediti! Oh! Das ist unfair! Achso, übrigens, ich habe meinen Pliprin Pulverschnee beigebracht. Statt Wasserdüse. Ah, Pliprin ist eingefroren! Okay, beim nächsten Mal. Gift-Typ. Pliprin sage ich schon. Mediti meine ich. Oh. Oh. Du hast das aber nicht gekillt, oder? Nein, nicht ansatzweise. Aber es ist vergiftet. Das ist schlecht. Das heißt, ich werde jetzt nur noch Bälle und hoffe, dass es irgendwann drin bleibt. So. Ich glaube, wenn das so weitergeht, sollte ich mir überlegen, dass ich mir Schutz zulege. Ich meine, so kann Pliprin wenigstens ein bisschen Erfahrungspunkte abstauben. Es ist ja auch ganz gut, aber... Was? Das Sandan hat überlebt? Offensichtlich. Okay, Murabbel gefangen. Ich hoffe, ich bekomme was, was man leichter fängt. Einfach damit du dann Murabbel haben kannst. Ich werde jetzt gleich mal eine neue Seite anfangen müssen hier auf meinem Blog. Das ist auch Level 22. Naja, zum Glück wird es ja eh auf dem PC übertragen. Ja, das allererste Pokémon, das auf dem PC übertragen wird. Nee, wurde schon vorher mal was. Oh, ja. Knarxel. Wäre ebenfalls in diesem Gras zu finden. Oh. Ich hoffe, ich krieg eins. Außerdem im Gras zu finden ist ein Onix. Oh, hoffentlich kein Onix. Das wäre das Schlimmste, was mir passieren könnte. Mal gucken, was gibt's denn noch so an Pokémon hier? Murabbel haben wir schon gesehen. Jetzt nimmt er mir alles vorweg. Wenn sich ein Trainer zwischen mir und die Route stellt. Na, und den Rival muss ich auch noch besiegen. Ein Pokémon gucke ich noch an. Triftlon. Schon wieder? Was heißt das schon wieder? Ich habe schon zigtausend Triftlons gesehen. Ich habe noch gar keins gesehen. Ich habe das eine am Windkraftwerk gesehen, aber gut, das kommt ja nur einmal am Tag. Nur einmal. Lass mich mal sehen, wie gut du deine Pokémon trainiert hast. Mit dem Kraterberg habe ich gegen ein paar Driftlons gekämpft. Elite-Trainer Rachel. Mit einem Geweiher. Was hat der Rivale zuerst eingesetzt? Weißt du das jetzt noch? Du hast eh ein anderes Team bei dir.
Bestimmt, weil Wablu und so. Weil Wablu, genau. Ich hoffe einfach mal, dass er Wablu noch hat. Du weißt schon, dass er ein komplett anderes Team bei dir hat, weil du einen anderen Starter hast. Ja, aber da ändert er nur drei Pokémon. Wenn er vier hat, dann müsste ein Pokémon gleich sein. Ja, das ist der Starter. Nee, eben nicht. Natürlich, die Galoppa wird er haben. So, hast du nicht gemacht, dass er einen Starter irgendwann nicht mehr hat? Nein. Das ist doof. Aber egal, ich habe Fliprim. Ich habe endlich mal ein Pokémon, das gegen Galoppa ankommt. Ey! Ich sollte feiern. Na, Starter sage ich schon. Na, Rivale. Ja, Osuma. Du wurdest schon vorgelesen, also. Kampf. Ja. Nee, darauf habe ich keinen Bock. Hatte ich erstmal Dreck geküsst. Und Temposchub hat das Teil auch noch. Mutter ist natürlich nicht so toll. Ja, und falls ihr euch fragt, warum Osuma reagiert, ja, er kann alles, was ich hier spiele, sehen. Eigentlich sollten das Leute wissen, wenn sie von Anfang an dabei waren. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal erwähnt haben. Hatten wir. Hattest du. Wann denn? War es im ersten Part? Da kann ich mich Nee, kaum. in dem Zwischenpart. Sehr gut, denn Pokémon sind in tadellosem Zustand. Das Teil verarscht mich gerade. Natürlich sind sie im tadellosen Zustand. Ich habe ja auch die Taktik von Wolf befolgt, dass ich mich nicht treffen lasse. Das ist so übel, ein Schilderus mit Temposchub. Kämpfe ich gegen den Angler oder kämpfe ich nicht gegen den Angler? Ah komm. Ein Profi-Angeln ist wirklich gut. Meinst du nicht auch? Ja. Da sind wir in, ja, der gleichen Meinung. Ich schenke dir diese Profi-Angel. Cool. Ich dachte, es wäre ein Kampf. Jetzt Ja, können wir okay. endlich in Ding ins Zweiblattdorf andere Pokémon fangen. Wenn du nach Pokémon angelst, besteht die erste Hürde darin, dass erst immer etwas anbeißen muss. Wenn du das Pokémon erwischt hast, musst du mit ihm kämpfen. So hast du gleich doppelt Spaß. Okay, er hat Galoppa. Gehst du auch jeden Morgen joggen? Ich schon. Ein Galoppa, das Tempohieb kann. Ich hoffe, es One-Hit ist, sonst habe ich ein Problemchen. Kleines. Es ist kein One-Hit. Das setzt nur Tempohieb ein. Gut, das ist weg. Aber dafür kann ich auf Pegasus verzichten in den Kampf. Wir Vorhut, sind das er stark, da wir auf. zusammen kämpfen. Wir nehmen dich auseinander. Blau oder geil. Emanjay. Choupé. Mittlerweile habe ich schon wieder vergessen, welches Pokémon du gefangen hast auf der nächsten Route. Oh Morabbe. Gott. Gut. Das Teil kann verfolgen, das ist schlimm. Gut, dass ich nicht wechsle. Karu erreicht Level 22. Karu versucht Magnetbombe zu erlernen. Okay. Der hat die übelsten Knüppel bei mir. Stärke 105. Ziel wird von durch eine Haftbombe getroffen. Diese Attacke trifft immer. Ja. Da kann ich Magnetflug raushauen. Das brauche ich eh nicht.
bisschen zu viel Schaden, genau, um ehrlich zu sein. Aber es ist tot. Ich habe fast mein ganzes Team einsetzen müssen, um an den Rivalen vorbeizukommen. Bei mir hat er gar nicht erst getroffen. Nein! Pegasus versucht, Kometen lieb zu lernen. Das ist ja mal geil. Oh, der ist aber scheiße. Ja. Wobei, naja, er trifft, der kann ja fünfmal treffen, also von daher. Nee, irgendwie habe ich den gerade mit Patronenhieb verwechselt. Hallo, ich bin ein Pokémon. Ja, hau ab, ich will meine Pokémon heilen. Cyclist, Liana. Vonera. Vonera? Das ist wieder eine Erfahrungsbombe. Stampfer. Kannst jetzt wieder ordentlich Erfahrungspunkte abgreifen. One Hit. 600 Punkte für Naruto. Level up. 600 Punkte für Karo. Kein Level up. So traurig, so schmerzlich. So. Naruto ist jetzt aber auf einem höheren Level, da muss Pan jetzt vor. Wilbierbeere. Moment, habe ich richtig gelesen? Plieferinat Schwebe, geil. Bitte lass mich gegen eine Pokémon kämpfen. Elite-Trainer Jonathan. Schon wieder ein Elite-Trainer. Achso, Elite-Trainer. Das ist keine Elite vor, also. Ja. Okay, ich darf jetzt auch mal ein Pokémon fangen. Du hattest Morabel und ich hab... Morabel. Viel Erfolg. Danke. Ich sehe schon, wir machen sehr oft Partnerlook, ne? Ah. Oh, Scheiße. Was denn? Das Teil kann Fokusstoß. Ich gehe ganz schnell mit Magnalien raus. Was soll ich stattdessen einsetzen? Tja, ich könnte hier schlecht sagen. Ich kann es mir aber irgendwie nicht erlauben, rauszugehen. Das ist schlecht. Wie viel Schaden macht es überhaupt? Oh, überhaupt nicht viel. Na gut. Lasse das fröhliche Ballwerfen beginnen. Ach verdammt! Es wäre zu schön gewesen, wenn es im ersten Ballgriff drin gewesen wäre. Da, du Drecksteil. Ich hoffe, du hast dich nicht zu sehr an dein Morabe gewöhnt. Ist hier gestorben? Nein, es hat mich weggeweht mit Wirbelwind. Und dann okay. Okay, sie haben sich Zündergang eigentlich ganz gut entwickelt. Knorre hätte ich auch haben können, verdammt nochmal. Klicksrauch gefunden. Ich bin jetzt wieder verärgert. Ich hätte angeln sollen. Nee.
Wann kann man hier nochmal Fliegen einsetzen, wenn man Hilda besiegt hat? Ich weiß es nicht. Als ich nämlich joggen war, hat mich ein wildes Pokémon gejagt. Ich sage dir, ich hatte solche Angst, dass ich meine bisherige Bestzeit weiter dort geboten habe. Es war mal bestimmt mal ein Turm. Jetzt ist es ein Haufen alter Steine. An dieser Stelle würde der Spirit-Kern ganz hervorragend passen. Willst du den Spirit-Kern einsetzen, soll ich? Versuch's. Ich weiß nicht genau, was dann passiert. Vielleicht kommt das Pokémon. Ich weiß es nicht. Den Turm können wir in Inschrift Geweihter Turm lesen. Dies ist der Geweihte Turm. Er wurde offenbar vor vielen, vielen Jahren erbaut. Okay. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mit einem Magnalien so lange aushalte. Vor allem, dass es auch noch mein stärkstes und wichtigstes Pokémon in einer Nuzlocke wird. Tja, so kann es kommen. Überwurf. Wie stark ist das? Oh. Nee, ich habe zu Trümmerer. So. Gut. Ach. Ich will einmal einen Nuzlocke haben, wo ich mit einem Hundemund oder mit einer Kani rumrennen darf. Das wäre so geil. Also mit Magnaien bist du jetzt nicht zufrieden, oder was? Ist doch ein Hund. Doch, doch, doch. Total sogar, weil ich mag Magnalien sehr gern. Aber trotzdem so, Akani, das wäre schon richtig geil, weil das Teil ist sau stark. Fisselblitz. Hat irgendein Pokémon eine Bodenattacke? Nein. Versuche jetzt mehr oder weniger mit jedem Pokémon zu kämpfen, dass ich nicht überlevel. Wow, das war eine schwere Geburt. Elixier gefunden. Das hat sich nicht gelohnt. Trassler. Ach, Morabbe. Das Teil Wirbelwind einsetzt, ich glaub's nicht. Hat es mich getrollt. Irgendwie schon. Ich würde da ein Trollface raufklatschen, wenn ich es nicht vergesse. Okay, nächstes Gebiet ist nach Trostow. Na du, wo kommst du denn her und welche Pokémon hast du denn bei dir? Swimmer Kimberly, okay. Smetbo. Ja, Smetbo könnte Probleme machen, aber dafür habe ich Aufruhr. Dass ich das mal höre, ein Smetbo könnte Probleme machen. Will ich den Doppelkampf jetzt schon? Wahrscheinlich muss ich ihn sogar. Ich weigere mich noch, so ein bisschen den Liquidator zu trainieren. Weil Pelipper und ich traue Pelipper nicht so wirklich. TM60 Hammerarm gefunden. Nicht schlecht. Der Turm der Ruhenden, hier finden Pokémon ihre Ruhe. Da drin können wir übrigens auch noch was fangen.
Störe mich nicht, wenn ich Zeit mit Dea verbringe. Was? Du willst mit mir kämpfen? Das ist okay, solange ich mit Ivan ein Team bilden darf. Liebes Pärchen. Oder glückliches Paar heißt es. Ma und Pop, Ali und Cam. Mit zwei Fleckmons. Ernsthaft jetzt. Okay. Partnerlook. Partnerlook wie wir. Rasierblatt. Beide Fleckmons bitte. Und Samenbomben auf das Fleckmon. Volltreffer. Erstes Fleckmon tot. Wer hämmert denn dabei? Was? Irgendjemand schlägt bei dem den Hammer. Nein. Klang zumindest gerade so. Das wird wahrscheinlich ich gewesen sein. Kraftwelle. Ich wollte gerade schon sagen, stopp! Wieso stopp? Bist du in einen Trainer reinradiert? Nein, aber Kraftwelle hat mir ein bisschen viel HP abgezogen. Also, dass man Hytera gerade auf die halbe HP runtergesunken ist, hat mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Ja, Hytera hat ja physisch nichts aus, das ist das Problem. Ich habe nur irgendwo Dea vielleicht, es tut mir leid, wie... Ja. So, gucken wir mal in den Turm rein. Pokémon. An diesem Ort ruhen Geister, wird das leise und Respekt. Okay. Ich weiß jetzt aber gerade nicht, ob man da im Turm auflockern braucht. Für was? Um den Nebel wegzumachen. Ich kann auf jeden Fall hin Volti lang fangen. Okay. Würde ich gleich mal aufschreiben, Turm der Ruhenden. So muss ich die nächste Seite. Es hagelt. So. Bist du ganz unten noch oder ein Stockwerk hoch? Oh, dann ist hier noch gar kein Nebel, glaube ich. Ich brauche was zum Schwächen. Was ist denn gut zum Schwächen? Klasse, Voltilam wurde gefangen. Ja, du hast schon mal ein Voltilam. Moment, in was hat sich Voltilam entwickelt? Ich hatte doch eins. Du hast es ja nicht weiterentwickelt, glaube ich. Oh. Denn weiches Fell wird doppelt so dick, wenn sich Elektrizität aufbaut. Ich habe ein Dick da. Hab ich Dick da nicht schon? Ne, du hattest Dick da. Irgendwie haben wir alle Pokémon doppelt und dreifach. Mhm. Jetzt haben wir wieder Pokémon getauscht. Jetzt habe ich einen Dickter und du einen Voltilam. Ja, steht dicker Nebel. Er wird immer dichter, je höher du im Turm steigst. Wenn du versteckte Maschinen auflockern nicht besitzt, wird hier... Wenn du hier nichts verloren hast, dann geh nicht hinauf. Okay, dann warte, dann gehe ich wieder raus. Dickter und du hast Voltilam. Hallo, Flemly. Möchtest du Dickter einen Spitznamen geben? Moment. Ich hatte auch schon einen Dickter. Aber ich habe es jetzt schon gefangen. Ja, dann nutzt es halt nochmal. Ja. Egal. Ich hatte auch zwei Togepis, also. Ja. Bevor ich jetzt das Risiko eingehe und das andere Pokémon nicht fangen kann. Nee. Und schon wieder ist es ein Männchen. Ich habe so ein Glück mit den Männern. Huhu. Hey Uzuma, ich hab hier was Tolles, pass auf. Was? Was denn aller? Worum geht's hier eigentlich? Ich habe ein paar Sticker, aber ich habe vergessen, sie anzubringen. Oh klar, das liegt daran, dass ich in den Ruinen war. Die Ruinen hier sind toll. Die musst du dir unbedingt ansehen. Ich habe dort sogar die versteckte Maschine auflockern gefunden. Wie auch immer, wir kämpfen ein andermal. Bis dann.
Ich bin am Überlegen. Ich nehme Krillin. Weil Glatze und so. Unglaublich einfallsreich, nicht wahr? Schreibt man Krillin mit Doppel-L? Man schreibt Krillin Kurilin. Ja, ich wollte aber Krillin schreiben. Nicht Kuririn. Das ist aber eigentlich falsch, naja. Ja, wird doppelt, glaube ich. Ich bin so klein, deswegen weiß ich nicht, wie man kämpft. Die nette Pensionsleiterin zieht meine Pokémon für mich auf. Pensionsleiterin hieß auf jeden Fall ein Pokémon-Center. Nee, ich glaube, ich schreibe es mit einem L, weil das mit Doppel-L, das sieht irgendwie komisch aus. So, da ich im Pokémon-Center bin, kann ich jetzt endlich mein Murabbel freilassen. Mein Plieprin hingegen hat jetzt richtig gut Stärke Auf aufgebaut. Wiedersehen, Murabbel. Du solltest halt nicht in meinem Team sein. Hast du Lust, Voltigam mitzunehmen? Wieso willst du es haben? Hast du schon im Geisterturm was gefangen? Ja, dick da. Ich habe vor, es mitzunehmen und mit EP-Teiler zu trainieren. Okay. Welches willst du wegpacken? Ditto? Ja. Also Okay. Ditto ist das Erste, was ich wegpacken würde. Ich sollte aber Ditto mal nicht in den Friedhofsbox legen, es ist nicht tot. So. Okay. Bin gespannt, in was sich das entwickelt. Das könnte ich sogar noch vor der nächsten Arena sehen. Es entwickelt sich, glaube ich, Level 26. Und es ist sauschnell. Aber hat schwache Attacken. Es hat Genesung drauf. Ich weiß noch nicht genau, wo ich mit Karu anfangen soll. In dieser kleinen Stadt hier gibt es keine Arena, oder? Nein. Da gibt es die Pension, womit man Pokémon züchten könnte. Ja, was man nicht machen dürfen. Nee, natürlich nicht. Stellen ausschreiben, bla bla. Kleinstein suchst du, ja. Ich habe aber keinen Kleinstein. Pech für dich. Deswegen will ich nicht mit dir tauschen. Nee, er will nicht tauschen, er will es einfach nur sehen. Weil dann bekommst du eine Herzschuppe. Und Aha. ich glaube, irgendein Random Ball. Trostoruinen. Da kann man Gibt's was hier? kaufen, fangen, oder? Ich weiß nicht, gibt's hier Pokémon? Wenn ja. Ich glaube schon. Oh. Oben rechts. Unten links, oben rechts, oben links, unten links. Ach du Scheiße. Ich mache den Weg immer random. Allzu groß sind die Trostruinen nicht. Aber ich glaube, es gibt hier Pokémon. Ja, gibt's. Ich habe einen Ewigstein gefunden. Schön, danke. Hallo Teddy Ursa. Okay, dann schreibe ich es auf Trostruinen. Das ist Level 26. So müssen wir Pokémon wenigstens nicht so sehr leveln. Ich merke mir einfach immer nur den Weg von wegen, ja, ich muss jetzt nach oben. Fokusband. Klasse, Teddy Ursa wurde gefangen. Dann gucke ich jetzt auch mal schnell. Ah, ein Pokémon. Oh, cool. Was wird dir gefallen? Was wurde das noch schnell, Celebi? Ja. Es lässt Honig in seine Pranken eindringen, sodass es immer welchen dabei hat.
Möchtest du Teddy Ohr seinen Spitznamen geben? Ja, aber Kuma ist schon vergeben. Wobei eigentlich nicht mehr. Ist halt als Schemenkraft drauf. Abra kann nur eine Attacke, oder? Eigentlich schon, ja. Ja, dann hier. Viel Spaß. Keine Wirkung auf Tsukune. Also die Chance steht unwahrscheinlich hoch, dass dieses Team jetzt gefangen wird. Außer mir gehen die Bälle aus. So, ich muss ja angreifen, wenn es weg ist. Oh, das ist schneller als ich. Das ist scheiße. Ich hätte es nicht sagen dürfen. Oh! Schwein gehabt. Oh, danke. Okay. Der Einsatz seiner Psychokräfte kostet so viel Energie, dass es 18 Stunden am Tag schlafen muss. Okay, da ich ja weiß, zu was das wird, und es ist schon wieder ein Männchen, nenne ich's. Moment, wie hieß denn der jetzt so schnell? Ne, das passt überhaupt nicht. Wenn ich jetzt wüsste, wie der heißen würde. Deswegen bist du schneller als ich. Ich überlege immer stundenlang ein paar Namen. Ja, eigentlich tue ich das auch. Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit, bis du es gefangen hast, einen Namen überlegt. Ich brauche einen Namen für so einen kleinen grünen Kobold. Bei Chip und Chap gibt's einen, bei der Gummibärenbande gibt's einen, aber von denen kenne ich beide die Namen nicht. Kleiner grüner Kobold? Ja, bei Celebi. Ich weiß nicht, wie die heißen. Seemobs. Kleines Grünes. Bin schon wieder so einfallslos heute, das glaube ich nicht. Guck ein bisschen auf meiner Festplatte rum, vielleicht finde ich irgendwas. Was haben wir denn da so? Animes. Passt nicht, passt nicht. Das Teil ist leider männlich, also passt das auch nicht. Das ist danach sowieso neutral. Stimmt. Und das passt sogar in etwa zum Wesen von Celebi, also nenne ich es so. Karu erreicht Level 24. Suche dafür nicht in. Anne Happy. Passt ja. So. Karo ist immer noch ein Level niedriger als die anderen. So, Abraham für die USA. So, jetzt kann ich in aller Ruhe auflockern suchen und danach können wir ein paar doch wieder beenden, weil der geht schon wieder ewig. Was gibt's hier noch? Ein Driftler und schon wieder. Er verfolgte mich eigentlich.
Ah, ich bin richtig, ich dachte schon. Wechselhülle schon wieder. Das habe ich gerade eben von dem Pokémon, das ich davor gefangen habe, bekommen. Von einem Dings Dick da. Schlowkraut. Top-Ether. Ich habe bis heute nicht verstanden, wofür die Wechselhülle gut ist. Ich glaube, das sorgt einfach dafür, dass du selbst bei Ausweglosen sowas wechseln kannst. Gekabor. Ja, auch geil, Gekabor. Ein Mascholl habe ich erst gesehen. Was kommt jetzt? Ein Rhyhorn. Nice. Ein Auflockern Rhyhorn hätte mit ich dann. Download. Wann jetzt der Ausweg nochmal? Einfach nach oben gnadenlos, genau. So, ich bin draußen. Aber da liegt Neid und das hole ich mir noch. Bist du auch schon draußen aus den Trostoruinen? Gleich. Aber ich Depp, bin den falschen Weg gefahren. Metallmantel gefunden. Hey, jetzt kannst du deinen Onix zu Stalos entwickeln oder deinen Sichler zu Scherox. Ein Sonderbonbon, geil. Das verstärkt halt auch Stahlattacken. Ja. Ich würde liebend gern den Liquidator rausschmeißen. Der ist mit deinem Geradax. Brauchst du Geradax zwingend? Was willst du denn reinnehmen stattdessen? Abra. Ich will ihm ein Sonderbonbon geben, damit es sich entwickelt. Ja, das können wir auch im nächsten Part eventuell. Sag mir, wenn du dann soweit bist, ich pflück noch ein paar Beeren. Schön ist, wir haben gleich wieder eine Route, wo wir was fangen können. So, ich bin dann bereit zum Enden. Ja, ich auch. So, Das ich. war Ja, machst du die Verabschiedung. Pokémon Platin Soul Link Challenge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Zieht euch! Tschüss.